Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 45. So, wir machen natürlich weiter mit der Hauptstory und wir sollten wieder in Fürst Shimuras Lager zurück. In der letzten Folge haben wir einen guten Freund verloren und zwar den Taka. Der wollte uns da helfen in dem Lager und ist selber unter die Räder gekommen. Sehr, sehr traurig. Und ja, jetzt will ich doch mal sagen, wir schauen mal, was in dieser Folge passiert, ob wir jetzt langsam zur Burg, wie heißt die Burg? Shimura, ob es langsam da weitergeht, aber wir müssen erstmal ins Lager zurück. Jo, schauen wir mal. Müssten wir eigentlich bald mit dem Gebiet fertig sein? Ich weiß, ich sag schon seit 3 Folgen jetzt, aber irgendwie geht's, hört die Hauptstory hier nicht auf. Genau. Genau, machen wir das Bildmachgerät an. Die Samurai sind hier. Okay. Wer ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Okay, das leicht wird, wage ich zu bezweifeln. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Okay, sprich mit Yuna. Es ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest. Als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oga. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Okay, gehen wir mal zu Fürst Oga. Optional sprich mit den anderen Verbündeten. Noch nie. Nicht mal, als der Jito den Yarikawa-Clan bekämpfte. Das war gewiss ein Schock. Fürst Sakai. Fürst Oga. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Du bist begriff, eine lange Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren später? Ich möchte erst noch mit den anderen Verbündeten sprechen. Aber wo sind die? Oh,
Machen wir gleich, Leute. Ah, da. Ihr seid schon zurück? Geht ihr auch nicht so hart mit ihnen, Fürstin Masako? Das halten sie aus. Die Bauern Yarikawas sind zäher, als sie aussehen. Und sehr stur. Noch sturer als ihr? Auf keinen Fall. Vor einer Woche noch hätten sie auf die Namen Sakai und Adachi gespuckt. Doch seit euren Taten in Yarikawa, sie sind euretwegen hier. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich auch nicht. Okay. Schon so lange. Und stehe noch immer mit leeren Händen da. Sind die Bauern? Schauen, ob wir die anderen überhaupt finden. Und gehen wir ins Haus rein. Hier ist keiner. Seht ihr aber auch keinen mehr. Ich sehe, ihr seid fleißig. Jemand muss doch dafür sorgen, dass der Rambok einsatzbereit ist. Wenn das Ding auseinanderfällt, kommen wir auf keinen Fall in die Burg eures Onkels. Hätten wir in der Asamo-Bucht bloß einen gehabt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sake richten. Yuna hat's mir erzählt. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja, ich versuche, ihn nicht zu enttäuschen. Okay. So. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Danke. Ja. Die können wir nicht reden. Das sind alles bloß Händler. Ah, hier. Fürst Sakai. Norio, trainiert ihr die neuen Rekruten? Nicht ganz, mein Herr. Ich habe gerade mit ihnen meditiert. Samurai, die Bürger Yarikawas, jede Seele braucht vor dem Kampf einen Augenblick der Ruhe, um die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren und den möglichen Tod. Weise Worte. Meditiert ihr mit mir? Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank, Norio. Möge der Buddha über euch wachen, Fürst Sakai. Okay, hier fehlt noch einer. Habt ihr gehört? Sensei Ishikawa ist nicht in Komoda gefallen. Er hat die Schlacht überlebt. Der Fallensteller? Nein, das ist doch euch helfen, Händler. Mein Herr. Eine fehlt noch. Masako. Ah, hier. Willkommen zurück, Fürst Sakai. Sensei, ihr kennt bereits unsere Verstärkung. Die Bannerträger des Shogun sind Elitekrieger. Doch selbst sie können ihre Bogenkunst noch verbessern. Und die Bauern? Beeindruckend. Viel Talent, aber ungeübt. Ein großes Lob von euch. Yarikawa war einst das Rückgrat unserer Insel. Wir könnten die Mongolen in die Flucht schlagen. Nach einem Monat harten Trainings. Ihr habt eine Stunde. Dann hört auf, mich abzulenken. Okay, Leute. Das wollte ich noch erledigen. Jetzt, jo, machen wir weiter.
Sakai. Guten Tag. Fürst Sakai. Jo, Fürst Oga. Bereit. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Okay, du bist im Begriff, eine lange Geschichte zu beginnen. Willst du wirklich fortfahren? Jawohl. Lassen wir den Khan lieber nicht warten. Wunderbar. So, Bild macht Gerät, Leute. Reise mit Fürst Oga zum Treffen mit deinem Onkel. Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt waren. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Ja. Dann bin ich ja gespannt, ob das hinhaut. Oder ob da nicht ein böses Erwachen kommt. Ach, die Rüstung sieht auch cool aus, was die hat. Ja, gefällt mir schon gut. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Iosou floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan. Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder, er starb ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern, als Vater und Sohn. Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex. Aber er macht sie auch starr, durchschaubar, leicht zu brechen. Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich. Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Hole Burg Shimura zurück und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat! Folgt Fürst Shimura! Zum Sieg! Tsushimas. Lass nicht ab! Kämpf!
Okay. Okay, wenn wir da hoch. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich ein bisschen was waffenmäßig auffüllen kann. Pfeile. Für hier was, hier haben wir gar nichts. Sprengpfeile. Pfeile voll. Okay, Weg auskundschaften. Ich glaube, ich muss da oben rauf, oder? Hört heim, Japanerhunde! Durch dieses Tor kommt ihr nicht!
Wir sind schon durch, Baby. Lauft, Feiglinge! Jin! Was tut ihr da? Den Weg freiräumen. Doch nicht so. So niemals. Kämpft wie ein Krieger, mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Dieser Tor, wir können nicht vorstoßen. Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen, ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Ich komme mit dir. Seid bei mir. Haltet eure Position. Fürst Sakai, legt die Waffe. Denn hier? Geile Sache. Für den Geist! Der Geist! Herr Mongol! Tötet sie alle! Es war gut, die Mongolen am Tor einzuschüchtern. Dein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es so weit geschafft. Muss ich auch jetzt schnell hier schauen? Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Hier scheint nichts zu sein. Nicht. Treibe die Gegner über die Brücke. Töte sie alle!
zurück! Vorwärts! Okay. Ich bin zur Stelle! Seht! Die Brücke! Sie fallen zurück! Der Kahn würde niemals so aufgeben! Etwas stimmt nicht! Verehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gehört? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein. Schicksal Tsushimas. Die Mongolen sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren, uns zu fürchten? Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Khan verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts! Jin. Nein. Wir sind fertig. Oh, heftige Folge, Leute. Ich würde sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, das schauen wir uns natürlich an. Wir sollten dann mit der Juna sprechen und was sie uns zu sagen hat, schauen wir uns natürlich in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst bitte ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da, würde mich alles sehr, sehr freuen. Ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umschauen und dann geht es auch gleich direkt bei der nächsten Folge mit der Hauptstory weiter natürlich. Wir haben jetzt so eh nichts zu tun. Genau, wir sind genau in der Burg. Genau, schauen wir uns in der nächsten Folge dann an. Gut Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.